Hallo, wie versprochen, hier jetzt der zweite Teil zu dem neuen Premium-Saugroboter Ebot Osmo T8 AIVI. Das Gerät bietet ja interessante Features, die habe ich euch zum großen Teil schon im ersten Teil vorgestellt. Die Objekterkennung, die neue Objekterkennung der Kamera, die Live-Überwachung mit der eingebauten Kamera, wie man mit Alexa gezielt Räume zur Reinigung anwählen kann und viele Funktionen halt der App. Jetzt möchten wir mehr auf die Reinigungsleistung eingehen. Dazu machen wir einige Tests auf unserer Testfläche und im Wohnraum. Gleich nach dem Intro geht's los. So, fangen wir gleich mit dem ersten Test an. Den mache ich hier noch im Wohnraum. Hier verteile ich jetzt Schnipsel, das ist Konfetti, also Papierschnipsel, einfach um zu sehen, ob der Roboter jetzt bei seinem Reinigungsvorgang wirklich alle Stellen richtig abfährt. Ob er irgendwelche Stellen auslässt, das sehen wir ja dann, wenn da gehäuft Schnipsel liegen. Also das testet weniger die Saugleistung, sondern mehr die Navigation. Ihr könnt also jetzt auch beobachten, wie der Roboter den Raum abfährt. Ich blende die App links ein. Wir verwenden die höchste Saugleistungsstufe und so könnt ihr das eben auch mit anderen Robotern vergleichen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht den ganzen Ablauf in der realen Zeit. Das würde ein bisschen lange dauern, denn ich will euch ja noch andere Tests zeigen. Deswegen werde ich das Video kurz dann beschleunigen und am Ende sage ich dann noch was zu dem Ergebnis oder zeige euch auch das Ergebnis. So, ich habe den Roboter gestartet und jetzt fährt er los. Ihr werdet jetzt sehen, ich habe jetzt nur diesen einen Raum ausgewählt. Ich habe ja hier eine Karte von der kompletten Etage, die habe ich ja im ersten Teil schon erstellt. Da habe ich euch gezeigt, wie das geht. Da lässt man den Roboter einfach einmal im Erdgeschoss fahren und dann habt ihr eine Karte und die wird auch fest in der App gespeichert. Ihr könnt das für zwei Etagen machen bei der App. Die zwei Etagen können fest gespeichert werden und man kann sehr leicht die Etage wieder auswählen. Wenn man die Karte nicht manuell auswählt, dann erkennt der Roboter auch automatisch, dass er in einer neuen Umgebung ist und wählt die Karte in der Regel automatisch aus. Natürlich könnt ihr neben den zwei Etagen, die gespeichert werden können, auch noch dritte und vierte Etagen reinigen. Dann zeichnet er eine neue Karte auf, die wird dann aber nicht mehr gespeichert. Wenn ihr dann wieder zurück zur Ladestation geht, dann wird die alte Karte wiederhergestellt. Es werden also immer nur zwei Karten gespeichert, aber ihr seid natürlich nicht beschränkt, auch weitere Etagen zu reinigen mit dem Saugroboter. Unten links im Bild habe ich euch die richtige Zeit mal eingeblendet. Wenn ich jetzt das Video etwas beschleunige, dann läuft natürlich die Zeit entsprechend schneller, sodass das immer wirklich die richtig reale Zeit ist. Der Roboter wird jetzt erstmal am Rand entlang fahren, das ist so die typische Technik, und wird dann versuchen, in Bahnen den Raum abzufahren. Natürlich geht das in Räumen, wo keine Möbel drinstehen, ideal. Da sieht das immer am schönsten aus. Das sieht man immer auf Messen oder so, wo die Saugroboter vorgestellt werden. Da hat man meistens nur einen Rahmen oder auch in einigen Reviews sieht man das so. Da hat man nur so einen Rahmen und da fahren die Roboter hin und her. Da kann man natürlich sehr einfach navigieren, weil keine Möbel drinstehen. Hier haben wir jetzt ja richtig Möbel. Da muss der Roboter ja den Tischbeinen und den Sesselbeinen ausweichen und auch anderen Hindernissen. Und dann kann er natürlich nicht immer diese bahnweise Fahrweise durchführen. Er muss ja ab und zu dann auch andere Wege suchen. Er versucht natürlich dann immer wieder zur bahnweisen Fahrweise zurückzukehren. Aber das seht ihr ja jetzt alles selbst. Und wenn ihr den ein oder anderen Roboter oder das ein oder andere Video gesehen habt,
dann wisst ihr das vielleicht auch schon. Der Roboter navigiert nicht viel anders als andere moderne Saugroboter, wie beispielsweise der Roborock 360S6, Lenovo 360S7 und was es da alles am Markt gibt. Die navigieren alle sehr ähnlich. Da gibt es keine, da konnte ich keine großen Unterschiede feststellen. Aber das seht ihr jetzt selbst. Ich werde jetzt das Video erstmal beschleunigen. Ihr könnt links die Fahrweise beobachten. Falls die Karte mal wieder hängt, ab und zu kommt es ja mal vor, das hatte ich im ersten Teil schon näher erläutert, dass die Karte mal hängt, werde ich dann wieder zum Startscreen zurückgehen und wieder auf die Karte, damit die wieder aktualisiert wird. Also da nicht wundern. Und am Schluss schauen wir uns mal an, wie die Saugleistung war. Erwähnen möchte ich noch, dass hier der Raum durch ein Magnetband abgetrennt ist von dem Nachbarraum, wo die Kamera steht oder die Hauptkamera steht. Habt ihr vielleicht eben im Bild gesehen. Das Magnetband hat aber keine Auswirkung auf den Roboter. Er erkennt gar kein Magnetband. Da wir ja sehr viele Saugroboter testen, haben wir da standardmäßig ein Magnetband. Aber der Saugroboter begrenzt sich selbst durch eben diese Raumauswahl, die wir hier getroffen haben. Da braucht man kein Magnetband und wie gesagt, er erkennt auch keines. Also, das wollte ich noch erläutert haben. Gleich, wenn er jetzt fertig ist, schauen wir uns mal an, wie er die Fläche gesaugt hat. Wie ihr seht, navigiert er hier recht ordentlich. Da gibt es gar nichts, auch zwischen den Stuhlbeinen, Tischbeinen hin und her. Das macht er wirklich gut. Und auch von der Reinigung, er macht sehr schön, er fährt sehr schöne überlappende Bahnen, also damit er auch wirklich alles mit seiner Bürste erfasst. Da gibt es eigentlich nichts hier auszusetzen. Bislang sieht das sehr gut aus. Nur wenn ihr die rechte Ecke auf der Karte schaut, da hinter dem Kratzbaum, also rechts links neben dem Kratzbaum und hinter dieser Kratzsäule, da hat er noch nicht gereinigt. Normalerweise reinigen da die Saugroboter zuerst. Und da ist es so gewesen, dass hier der D-Bot Osmo, der neue T8, diese Stelle manchmal ausgelassen hat. Also das werdet ihr am Schluss auch gleich noch sehen. Da ist er einfach nicht reingefahren. Das hat er nicht immer gemacht, bei jeder Reinigung, aber bei einigen. Wir werden es gleich noch sehen. Ah ja, jetzt ist die Reinigung abgeschlossen, glaube ich. Ja, der Roboter sucht jetzt die Ladestation und dockt an. Da seht ihr, dass hinter dem Kratzbaum, hinter dieser Kratzsäule, noch nicht gesaugt wurde. Also die Stelle hat er offenbar vergessen. Mal schauen, ob er das selbstständig irgendwie gemerkt hat. So, ihr seht, er schlägt jetzt wieder eine Nachreinigung vor.
gebraucht hat er übrigens 19 Minuten. Das ist so auch die durchschnittliche Zeit. Manchmal hat er auch 18 Minuten Gebrauch, so in dem Dreh. Genau liste ich es euch mal bei mir im Testbericht auf. Das waren so die Zeiten, die er für einen Raum bei der Saugleistung gebraucht hat. Das ist ähnlich wie bei anderen sehr guten Saugrobotern, bei den Roborox oder so, ist das kein nennenswerter Unterschied. Das ist wirklich ein guter Wert. Da kann man nicht meckern und er hat den Raum auch gut abgefahren. Aber da schauen wir gleich nochmal genau drauf. Hier bei dieser Nachreinigung schlägt er ja Stellen vor, wo die Objekterkennung was gefunden hat. Und er hat da tatsächlich etwas gefunden, aber da ist an der Stelle, wo hat er irgendein Kabel gefunden und Schuhe, glaube ich. Kabel und Schuhe, wenn ich das hier richtig erkenne. Ja, der hat verschiedene Symbole für 5 Sachen, glaube ich, die er erkennt. Und das zeichnet er an. Und das kann man jetzt, wenn man auf Ja, Nachreinigung starten drückt, was ich jetzt gemacht habe, dann fährt er zu diesen Stellen und reinigt diese markierten Stellen. Also es liegt hier kein Kabel, das ist wie, was ich im ersten Teil schon näher erläutert habe, was wir da auch gesehen haben, dass die Objekterkennung nicht 100% zuverlässig ist. Also die ist doch eigentlich eher weniger zuverlässig als zuverlässig. Also da kann man sich wirklich nicht drauf verlassen. Wenn ein Kabel da liegt, dann wird es meistens wirklich als Kabel angezeigt, das ist schon richtig. Aber es wird eben auch sehr oft ein Kabel angezeigt, wo vielleicht ein Stuhlbein ist oder wie hier, vielleicht, da meint er wahrscheinlich die Leiter, die da steht, dass er das als Kabel interpretiert hat. Also da ist die Objekterkennung nicht sonderlich gut. Aber auch jetzt bei der Nachreinigung ist ein bisschen merkwürdig, wo er jetzt rumfährt. Denn eigentlich hat er ja da ganz andere Stellen markiert. Er müsste eigentlich weiter links reinigen. Denn da hat er 2 Punkte markiert. Also 100% ausgereift ist da die Software und die Objekterkennung einfach noch nicht. Das habe ich ja schon im ersten Teil erläutert. Da kann der Hersteller sicher noch was machen. Vielleicht auch mit einigen Updates. Was die Rechenleistung hergibt, muss man dann sehen mit der Zeit. Es kommen da sicherlich noch Updates, die das ein bisschen verbessern. Aber so 100% wird das wahrscheinlich erst in der nächsten Generation kommen. Also auf Objekterkennung, da würde ich momentan nicht allzu viel Wert legen. Also das ist nicht so ein Feature, was mich hier an dem Osmo begeistert, muss ich sagen. Aber er hat ja noch andere Features, die interessant sind und die vielleicht auch wesentlich wichtiger sind. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir jetzt erstmal, wie er den Raum gesaugt hat. Wir gehen mal rum und gucken, was er da liegen lassen hat. Hier ist ein Schnipselchen, ein paar Schnipselchen werden immer noch übrig bleiben. Das ist bei dem besten Roboter so. Auch der auf Platz 1 ist bei uns, auch da bleiben ein paar Schnipselchen liegen. Da ist noch ein bisschen was, aber das ist alles nicht so riesig viel. Teppich, ja gut, 2 Schnipselchen hat er liegen lassen. Aber ansonsten hat das eigentlich ganz gut gemacht. Das kann schon mal passieren, weil Schnipselchen sind sehr leicht. Und es kann schon mal sein, dass die Bürste da was wegfegt. Aber hier ist es eben schade, diese Stelle hat er überhaupt nicht befahren. Der Platz für die Einfahrt ist eigentlich deutlich größer, als der Roboter breit ist. Also das hätte er reinigen können. Da haben eigentlich wenige Roboter ein Problem. Also die meisten Roboter fahren als erstes in diese Ecke rein und reinigen die ordentlich. Also wirklich ein Minuspunkt. Allerdings muss man sagen, er hat das nicht immer übersehen. Also es gab also auch Reinigungsfahrten. Wir haben ja wirklich sehr lange diesen Roboter getestet. Bestimmt 7-8 Wochen oder so. Und es gab also wirklich Reinigungsfahrten, wo er das auch abgefahren ist. Also warum er es ab und zu macht und ab und zu nicht, das ist doch schleierhaft. Da scheint doch die Navigation noch ein paar kleine Lücken zu haben beim da muss man sagen, die Roborock-Navigation beispielsweise oder vom 360 S7 oder S5 auch, diese ganze 360er-Reihe, da ist noch ein Tüpfelchen besser. Das muss man einfach so sagen. So, aber ansonsten ist die Reinigung schon ordentlich gewesen, bis eben auf diese andere, bis auf diese eine Stelle. Das andere ist eher normal. Das würde ich immer noch als gut bezeichnen. Vielleicht nicht sehr gut, aber als gut. Hier seht ihr die aufgesaugten Schnipsel. Also das
ist nicht schlecht. Das werde ich jetzt mal entleeren. Das Schmutzfach lässt sich übrigens auch gut entleeren. Das hatte ich ja im ersten Teil schon erwähnt. Es sind keine Kanten drin vorhanden, wo irgendwas hängen bleibt und so weiter. Man kann alles wirklich in einem Rutsch ausschütten. Und auch der Filter, da hat man ja eine Dreifachfilterung, lässt sich eigentlich relativ schnell reinigen. Da kann man nicht mosern. So, ich mache mal einen schnellen Zeitsprung und da zeige ich euch, was so an Schmutz vorhanden ist an normalen Tagen oder wenn ihr 2 Tage nicht gereinigt habt, die Wohnung, und dann ganz normal saugt, also das den Haushaltsschmutz halt von einer Etage. Da seht ihr, dass der Roboter schon einiges aufsaugt. Also die Reinigung ist schon gut, da kann man gar nicht mosern, aber wie tief sie ist, wie gut und wie stark sie auf Teppich ist, das werden wir gleich in den Härtetests auf der Testfläche messen. Aber in der Wohnung ist es, oberflächlich sieht die Wohnung auf jeden Fall sehr gut aus und auf Hartboden, da ist die Reinigung wirklich völlig ausreichend. Auf Teppich, der sieht in der Wohnung, wenn er gesaugt ist, auch ordentlich aus, aber wie tief es ist, das kann man ja nur messen. So, als erstes werden wir den Schmutzmattentest machen. Für diejenigen, die unsere Testberichte und unsere Videos nicht regelmäßig lesen oder anschauen, erkläre ich es nochmal kurz. Wir verteilen jetzt hier eine Dose Quarzsand, der wird vorher gewogen. Natürlich wird der leere Behälter vom Gewicht abgezogen. Es wird auch der Schmutzbehälter gewogen in einem leeren Zustand. Dann lassen wir den Roboter 20 Minuten den Quarzsand, der in dem Teppich eingerieben wird, saugen. Wir lassen immer 20 Minuten saugen. Sollte der Roboter vorher ausschalten, weil er meint, der Teppich ist sauber, werden wir ihn nochmal einschalten. Wir wollen nämlich die Navigation hier bei diesem Test ausschließen. Der Roboter soll genügend Gelegenheit haben, hier über diese Stellen zu fahren. Denn nur so können wir das Ergebnis wirklich mit anderen Saugrobotern vergleichen. Wir wollen ja nicht feststellen, jetzt, wie gut die Navigation ist und so weiter. Wir wollen ja jetzt testen, was kann er überhaupt aus dem Teppich herausholen. Und deswegen lassen wir ihn wirklich länger laufen, als eigentlich notwendig wäre. Aber wir lassen ihn immer 20 Minuten laufen, schalten ihn so oft ein, bis diese 20 Minuten rum sind und messen dann oder wiegen dann den leeren Schmutzbehälter und können dann ausrechnen, wie viel Prozent er von dem verteilten Quarzsand aufgesaugt hat. Ich habe es jetzt hier ein bisschen ausführlicher gezeigt. Bei den nächsten Tests ist das ähnlich. Da werde ich noch ein bisschen mehr beschleunigen. Ich wollte es euch nur einmal erklärt haben, damit ihr eben wisst, um was es hier geht. Aber ihr könnt das alles auch wie immer in meinem Testbericht lesen. Da sind auch meistens noch mehr Informationen drin, weil ich schneide immer zuerst die Videos und schreibe dann den Testbericht. Und da sind dann manchmal noch Informationen drin, die ich hier im Video vergessen habe. Da findet ihr unter anderem aber auch die ganzen Daten zu dem Staub, zu dem Roboter und so weiter und Vergleichstabellen zu anderen Modellen und so weiter und so weiter. Von daher lohnt sich das immer auch nochmal auf die Testseite zu gehen. Link findet ihr in der Videobeschreibung, das wisst ihr ja, oder hier rechts oben die Infokarte einfach anklicken. Aber jetzt schauen wir uns den Test mal an. Wir lassen das jetzt erstmal in der Realzeit laufen. Ihr seht unten links die Zeit eingeblendet. Werden aber das dann beschleunigen, damit wir hier noch ein paar andere Tests zeigen können. Und am Schluss, nach den 20 Minuten, sage ich euch dann nochmal was dazu. Ihr habt es gesehen, nachdem der Roboter das erste Mal gestoppt hat, da habe ich mal den Schmutzbehälter rausgenommen und gewogen. Das ist nur für meine Bewertung wichtig, deswegen dieses Zwischenergebnis. Das ändert aber nichts an dem Gesamtergebnis. Das ist eigentlich das Wichtigere, was er nach 20 Minuten geschafft hat. Musik.
So, die 20 Minuten sind rum und jetzt, wie gesagt, jetzt nehme ich den Schmutzbehälter raus, wiege den und dann ziehe ich natürlich den leeren Schmutzbehälter ab und dann kann ich genau ausrechnen, wie viel Prozent von dem verteilten Sand wieder zurückgesaugt wurde. Und dieses Ergebnis kann ich dann mit zahlreichen anderen Saugrobotern, die wir getestet haben, vergleichen. Und so kann ich die Saugleistung ja sehr gut eben bestimmen, zumindest jetzt erstmal auf sehr kurzflorigen Teppich. Ich fülle das jetzt auch nochmal zurück in die Dose, die am Anfang voll war, damit ihr nochmal optisch seht, was da gesaugt wurde. Aber das hat jetzt auf die Bewertung keinen Einfluss mehr, denn mir reicht ja das Gewicht, das ist ja wesentlich genauer. Ich kann es euch auch schon verraten, da ich es im Nachhinein kommentiere hier. Ich habe es hier schon ausgerechnet. Er hat in diesen 20 Minuten 44% zurückgesaugt. Also ihr werdet es gleich nochmal sehen. Das ist ein gutes Ergebnis. Gutes kann man sagen. Es ist aber kein Spitzenwert, ne? Also für einen Premium-Roboter, der eben doch recht teuer ist, da hätte ich mir natürlich noch ein besseres Ergebnis gewünscht, muss ich schon sagen. An die Spitzenroboter kommt er damit leider nicht ganz ran, aber es ist doch noch gut. Also ich habe hier mal einen Vergleich jetzt von einigen Saugrobotern rechts aufgelistet, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Es gibt schon viele, die schlechter sind, insbesondere die sehr günstigen sind oft wesentlich schlechter, aber von den mittelpreisigen gibt es doch einige, die da im ähnlichen Bereich sind oder sogar darüber kommen. So, jetzt machen wir den gleichen Test praktisch nochmal auf einem etwas höheren Teppich. Das ist auch eine andere Webart, Tüftelschlinge oder so ähnlich heißt die. Und hier genau das gleiche, ich verteile eine Dose Quarzsand, lasse den Roboter 20 Minuten saugen, schaue dann nach 20 Minuten eben, wiege ich wieder die Behälter ab, rechne aus, wie viel er gesaugt hat und kann das dann wieder mit anderen Saugrobotern vergleichen. Ich werde das ebenfalls jetzt beschleunigen, damit wir dann schnell zum Schluss kommen und ich euch auch hier das Ergebnis sagen kann. Erwähnen möchte ich nochmal, dass ich bei allen Tests natürlich immer die höchste Saugstufe eingestellt habe. Also er hat ja 4 Saugstufen und wir verwenden hier immer die höchste Saugstufe.
So, die 20 Minuten sind rum, jetzt wieder dasselbe Prozedere. Ich habe das Ganze gewogen, dann ausgerechnet, wie viel Prozent er gesaugt hat. Zum Verdeutlichen fülle ich es nochmal zurück in die Dose. Ich kann euch das Ergebnis aber schon sagen, hier ist das Ergebnis nur 18%. Also 18% von dem verteilten Sand hat er zurückgesaugt. Ich zeige euch mal einige andere Roboter, hier rechts eingeblendet. Das ist eine zufällige Auswahl. Wir haben natürlich noch viel mehr Roboter getestet, aber einige, damit ihr mal so ein Verhältnis habt zu einigen Modellen. Und ja, das ist eher im unteren Bereich. Also das ist nicht berauschend auf höheren Teppich. So, jetzt kommt der Härtetest für den Hartboden. Also hier verteile ich auf der Testfläche eine große Menge an Schmutz, beziehungsweise drei Dosen verteile ich hier. Eine Dose Quarzsand, eine Dose Semmelmehl und eine Dose sehr grobes Katzenstreu. Denn Katzenstreu ist sehr schwierig für Saugrobotern und kommt ja auch praktisch in der Wohnung durchaus öfters vor. Wenn ihr dann eine Katzentoilette stehen habt, dann wisst ihr ja, wie es darum öfters mal aussehen kann. So, und jetzt lasst mal wieder den Roboter 20 Minuten saugen und schauen mal. Ihr müsst beobachten, saugt er das gut auf? Wie schnell saugt er das auf? Wie viele Minuten braucht er, bis die Fläche einigermaßen sauber ist? Verteilt er das vielleicht erst am Rand? Oder lässt er was sogar an dem Rand liegen oder verteilt er das in die Ecken? Das könnt ihr jetzt alles beobachten und könnt ihr dann auch mit anderen Robotern auf meiner Seite vergleichen. Ich zeige euch jetzt die ersten Minuten mal live, damit ihr das wirklich genau seht. Denn ihr wird das wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ein sehr guter Roboter schafft das eigentlich in 2 Minuten, weitgehend sauber. Aber wir lassen es auf jeden Fall 20 Minuten laufen. Und danach, nach den ersten 2-3 Minuten, wenn er dann die Fläche weitgehend sauber hat, werde ich es beschleunigen und dann sage ich am Schluss nochmal was zu. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Man kann nicht sagen, dass er das jetzt grob verteilt. Das nimmt er eigentlich an Ort und Stelle weitgehend auf. Das ist eigentlich sehr gut. Und die Seitenbürste erfasst den Schmutz auch sehr gut. Das sieht man jetzt auch gerade im Bild. Er hat ja 2 Seitenbürsten. Viele Roboter haben ja nur 1 Seitenbürste. Das hat allerdings weniger mit der Reinigungsleistung zu tun. Das spielt keine große Rolle. Man kann mit einer Seitenbürste genauso effizient arbeiten. Da ist eben die Fahrweise etwas anders. Also ein kleines bisschen hat er an der Seite verteilt, aber das liegt im ganz normalen Rahmen, weil das hier jetzt wirklich eine übermäßige Schmutzmenge ist, die man normalerweise in der Wohnung nicht hat. Aber das ist schon gut. Es gibt Roboter, da sieht das jetzt nach dieser Zeit ganz, ganz anders aus. Also das sieht gut aus, also er wird das auch schaffen innerhalb der 2 Minuten, dass das ordentlich aussieht. Er hat ja eigentlich fast nur noch in der Mitte diesen Fleck. Da muss er jetzt noch einmal hin navigieren und dann ist das auch ordentlich. Ja, jetzt ist es fast alles weg. Ja, jetzt wird er noch einmal über die Stelle hier. Sehr gut. Und jetzt ist die Fläche eigentlich weitgehend sauber. Im Grunde hat er jetzt wahrscheinlich schon 98% drin. Ich wiege das jetzt noch mal nach 10 Minuten und dann noch mal nach 20 Minuten sicherheitshalber, aber man sieht ja jetzt schon optisch, dass die Fläche weitgehend oder fast komplett sauber ist und man ist auch nichts übermäßig am Rand. Ich wiege es jetzt nochmal, weil jetzt seine offizielle Laufzeit zu Ende ist. Das ist nochmal ganz interessant zu wissen. Da haben wir jetzt 325 Gramm. Und wie gesagt, dann nochmal nach 20 Minuten, aber das sieht schon gut aus. Was allerdings auffällt, ist, dass das Schmutzfach fast schon bis zur Öffnung in der Mitte gefüllt ist, weil es sich da ja ein bisschen anhäuft. Und viel darf da gar nicht mehr mit rein,
sonst fällt das vorne schon raus. Also hilft dann nur noch diese Rückschlagklappe, aber darauf kann man sich nicht hundertprozentig verlassen. Wenn der Schmutz ja höher geht, dann klemmt er sich ja praktisch selbst zu oder klemmt die Klappe nach oben und dann bleibt sie weitgehend auf. Also da muss man dann aufpassen. Also das ist so ein kleines Manko, dass diese Öffnung beim Saugbehälter etwas zu niedrig ist. Hat man natürlich gemacht, um die Saugleistung etwas zu erhöhen. Je niedriger die Öffnung ist, je besser kann er den Schmutz da reinschleudern. Je höher es ist, je weniger wird reingeschleudert. Da muss dann die Saugleistung höher sein, damit das angehoben wird. Und deswegen wird die Saugöffnung eben sehr gerne bei günstigen Robotern möglichst niedrig angesiedelt. Aber das ist ja jetzt kein günstiger Roboter. Von daher hätte sie etwas höher sein können. Man sieht also, bei der Saugleistung ist er nicht der Spitzenroboter. Das hat man wahrscheinlich auch gemacht, um die Lautstärke möglichst niedrig zu halten. Der Saugroboter zeichnet sich ja dadurch aus, der D-Bot Osmo, dass er extrem leise ist in allen Saugstufen. Und das hat halt es hat halt seinen Preis. Ne? Da ist die Saugstärke auch etwas schwächer und da muss man dann halt mit solchen Tricks arbeiten, dass man eben die Öffnung etwas niedriger macht. Wenn man das natürlich regelmäßig entleert, den Schmutzbehälter, hat das aber auch keinen Nachteil. Oder wenn man eben diese Absaugstation installiert, die ich euch auch nochmal zeigen werde, ich hoffe, es passt noch in das Video rein, da wird ja dann der Roboter automatisch, wenn er an der Ladestation andockt, entleert. Der Schmutz wird in eine Filtertüte gefüllt. Das macht die Ladestation selbstständig. Und diese Filtertüte muss eben nur, je nachdem wie viel und wie oft ihr reinigt, vielleicht alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, wenn ihr nur ein Zimmer reinigt, kann das auch sein, dass ihr die nur einmal im Monat wegwerfen müsst. Also das ist natürlich eine ganz bequeme Sache. Und da spielt natürlich dann die Füllmenge im Schmutzbehälter überhaupt keine Rolle mehr. So, aber ich lasse das jetzt nochmal durchlaufen und dann schauen wir nochmal, dann wiegen wir nochmal. Ihr habt es gesehen, ich habe einige Minuten übersprungen, weil es gibt ja jetzt eigentlich nichts mehr zu sehen. Er hat ja das in den ersten 2-3 Minuten hat er ja eigentlich alles komplett gesaugt. Deswegen müssen wir uns nicht hier langweilen und alles anschauen. Ich sage euch das Ergebnis schon mal. Ich habe es ja bereits gewogen. Das Ergebnis ist, nach 10 Minuten hat er... Nee, da bin ich hier auf der falschen Seite. Und, sorry. Das war hier der Randtest, denn ich habe das hier, wo sind wir jetzt? Achso, hier. Nach 10 Minuten hat er 326 Gramm gehabt, also es ist im Prinzip schon 101%, da hat er irgendwo noch ein bisschen Schmutz dabei aus dem Filter oder weiß ich, wo der rauskam, aus irgendeiner Ecke oder sowas. 101, also er hat wirklich dann alles drin gehabt nach 10 Minuten und nach 20 Minuten hat sich das nicht mehr geändert. Da waren es dann auch noch 326 Gramm, also ist bei diesen 101% praktisch geblieben. Also habt ihr ja gesehen, Ergebnis gut. Er hat da nichts verteilt oder so. Und das Einzige, was man da kritisieren kann, eben, dass eben, wie gesagt, die Saugöffnung etwas niedrig ist. Aber wenn man das regelmäßig entleert, hat man da keinen Nachteil. Also auf Hartboden gibt es da bei dem Saugroboter überhaupt nichts zu meckern. Da macht er wirklich einen guten Job. So, der nächste Test. In dem Test zeige ich euch jetzt mal, wie gut der Roboter den Rand saugt. Ich verteile hier mit einer speziellen Dose Quarzsand direkt am Rand, nur direkt am Rand. Und jetzt lasse ich den Roboter wieder 20 Minuten laufen
Und dann schauen wir mal, wie viel von dem Schmutz er oder wie viel von dem Sand er am Rand auch wieder zurücksaugen kann. Ne? Ihr könnt aber auch jetzt schon beobachten, wie gut er den Rand säubert, wie lange er braucht, bis der Rand sauber ist, bis die Ecken sauber ist. Verteilt er den Schmutz vielleicht in die Ecken? Das machen auch sehr viele Saugroboter, die schieben alles in die Ecken. Da ist der Rand relativ schnell sauber, aber die Ecken sind dann umso dreckiger. Das könnt ihr alles jetzt sehen. Ich zeige euch jetzt die ersten paar Minuten live. Vielleicht 3 Minuten, mal schauen, wie lange er braucht. Und dann spule ich mal schnell vor und vielleicht mache ich einen kleinen Hüpfer. Also, und damit wir dann nach 20 Minuten mal wiegen können. Ich wiege auch zwischendurch nochmal, weil nach 10 Minuten, damit die Werte brauche ich immer für meine Bewertung. Also, schaut mal zu. Ja, also er kehrt schon am Rand, aber in einem Durchlauf schafft das noch nicht. Er muss da schon mehrmals entlang fahren und in die Ecken verteilt er schon einiges. Das sieht man, also er gehört schon zu den Robotern, die auch einiges in die Ecken kehren. Aber da ist er halt leider nicht allein. Das machen viele Saugroboter, auch der Roboter beispielsweise, der bei uns da auf Platz 1 ist. Auch der da ist nicht viel anders. Also sehr wenige Roboter sind bei den Ecken wirklich deutlich besser. Also von daher wollen wir es ihm mal verzeihen. Aber schauen wir erst mal, was er nach 10 Minuten und dann nach 20 Minuten macht. Aber das Ergebnis, das scheint so mittelprächtig zu werden. Also die Krönung ist er da sicherlich hier bei diesem Rand auch nicht. Aber man muss natürlich sagen, dass man so eine Verschmutzung, so eine große Verschmutzung direkt am Rand in der Wohnung natürlich normalerweise nicht hat. Also das sind schon Extremtests, um zu sehen, was er kann. Aber man muss jetzt nicht Angst haben, wenn ihr jetzt eine Wohnung reinigt, dass ihr das seht, dass am Rand jetzt noch Schmutz liegt. Also grobe Partikel nimmt er natürlich viel ganz anders auf als jetzt so ein feinen Sand. Und wie gesagt, feiner Sand liegt wohl selten eben direkt am Rand und schon gar nicht in dieser Menge in der Wohnung. Dennoch machen wir den Test, um einfach zu sehen, eben was er im Extremfall schafft. Und da gehört er sicherlich nicht zu den Besten, aber auch auf keinen Fall zu den Schlechtesten. Ich schätze mal, er wird hier im Mittelfeld landen. So, der Rand sieht jetzt doch schon weitgehend sauber aus. Da an der einen Stelle ist noch ein bisschen was rechts oben in der Ecke. Aber sonst ist der Rand eigentlich schon recht gut, nach etwa 4,5 Minuten. Und ja, ich glaube, natürlich in den Ecken liegt natürlich jetzt vieles von dem, was vorher am Rand lag. Aber wie gesagt, da sind andere auch nicht viel besser. Ich glaube, jetzt kann ich mal etwas vorspulen.
Und dann schauen wir uns doch mal an, was dann nach 20 Minuten oder nach 10 Minuten rausgekommen ist. Ich mache da auch nochmal ein Zwischenergebnis, messe da nochmal zwischen und dann eben nach 20 Minuten. So, die 20 Minuten sind rum. Die Ränder sehen jetzt wirklich blitzeblank aus. Das sieht gut aus. Die Ecken sehen natürlich schlecht aus. Aber wie gesagt, da haben viele Roboter Probleme. Und jetzt schauen wir doch mal, was er hier nach 20 Minuten aus Rand und Ecken wieder herausgesaugt hat. Haben wir hier 214 Gramm. Und ich kann es euch schon sagen, ich habe es ausgerechnet. Das ist 58%. Nach 10 Minuten waren es bereits 55%. Also die letzten 10 Minuten hat er dann nur noch 3% hinzugekratzt praktisch. Ein neuer Spitzenwert ist es nicht unbedingt. Es liegt doch eher im mittleren, unteren Bereich. Ich blende euch mal einige bekannte Saugroboter ein und da seht ihr, die liegen doch nahe beieinander. Zumindest die guten Saugroboter, die Spitzenroboter, die liegen doch nahe beieinander. Und da liegt das doch eher im unteren Bereich. Also hier ist er auch nicht die Krönung. So, kommen wir gleich zum nächsten Test. Hier habe ich jetzt einen schwarzen Stoff, der mit Haaren ja, verschmutzt ist. Da liegen unsere Katzen immer drauf, also die sind richtig festgedrückt. Zusätzlich habe ich da jetzt noch ein paar menschliche Haare draufgebracht. Und jetzt schauen wir doch mal, ob der Roboter diese festsitzende Haare vor allem richtig hier runter bekommt. Ja, wie er die Fläche eben säubert. Und zudem sehen wir überhaupt, ob er überhaupt auf schwarze Flächen fährt. Denn es gibt ja immer noch Saugroboter, die haben mit schwarzen Flächen Probleme. Die Absturzsensoren reagieren da. Die denken dann, da ist eine Treppenstufe und da geht es abwärts und fahren dann nicht auf schwarze Flächen. Deswegen testen wir das hier auch gleich. Also wenn er da drauf fährt, funktioniert das mit den Absturzsensoren richtig, wie es sein soll. Und das seht ihr jetzt, also das funktioniert richtig. Mit den schwarzen Flächen hat er keine Probleme. Und wir sehen auch gleich, dass er jetzt mit den Absturzsensoren keine Probleme hat, denn es gibt ja hier keinen Rand um diese Platte. Er fällt also nicht hinunter. Er fährt nicht hinunter, sondern fährt wirklich hier wirklich am Rand entlang. Also das funktioniert alles tadellos. Ihr braucht also auch bei Treppen keine Angst haben. Und jetzt lassen wir das noch 10 Minuten laufen, denn wir machen das ja immer bei den Saugrobotern, um zu sehen, ob er das doch noch etwas sauberer bekommt. Aber das sieht eigentlich auch schon ganz gut aus, wenn man da auf die linke Seite geguckt. Die ist deutlich schon schwärzer als die andere Seite, wo noch die Haare drauf sitzen. Schaut es euch einfach mal an. Wenn das hier blitzt, nicht wundern, da habe ich ein paar Fotos für die Webseite gemacht. Da könnt ihr übrigens alles nachlesen, den kompletten Testbericht. Und ich kann nicht immer alles in den Videos zeigen. Das ist da einfach immer ein sehr, sehr großer Aufwand mit den Videos. Und deswegen ist der Testbericht mir eigentlich immer das Wichtigere. Also wenn ihr wirklich alles wissen wollt, immer den Testbericht schauen. Da habt ihr sowieso die Videos, die wir haben, alle mit drin und habt immer auch alle Informationen.
Station konnte nicht gefunden werden. Rückkehr zum Ausgangsort. So, die 10 Minuten sind rum. Jetzt schauen wir doch mal in den Schmutzbehälter. Also die Fläche sieht schon sehr schön aus. Also die hat er doch recht gut sauber bekommen. Natürlich bleiben immer so ein klein bisschen von den festsitzenden Haaren drauf. Insbesondere an den Ecken. Aber da kommt er natürlich jetzt auch nicht so richtig ran an die Ränder. Aber man muss ja sehen, das sind festsitzende Haare, die jetzt wirklich lange da dran draufgedrückt wurden. Weil da liegen die Katzen wirklich sehr lange drauf. Und das ist wirklich sehr schwierig. Und wer sich da ein bisschen auskennt, wer Tiere hat, der weiß das natürlich. Und dafür ist das wirklich ein gutes Ergebnis. Und man sieht, es hat sich hier auch nichts irgendwie eingefangen in der Bürste. Die Bürste ist noch sehr ordentlich sauber. Da muss man nichts dran machen. Also hier hat er wirklich ein gutes Ergebnis gezeigt. Auch im Haushalt, wo wir den normalen Hausputz gemacht haben mit dem Saugroboter, wo wir ja auch Katzen haben, war das Ergebnis immer ordentlich. Da kann man wirklich nicht bei dem Osmo meckern. So, in dem nächsten Test testen wir, welche Höhen der Roboter überwinden kann. Also das ist vor allem für die Leute interessant, die etwas höhere Türschwellen haben. Denn der Roboter muss natürlich auch die Türschwellen überwinden, um jetzt von Raum zu Raum zu können. Ansonsten kann er immer nur in dem Raum verbleiben, in dem er eben ist. Ist ganz klar. Und normalerweise liegen so die Höhen bei etwa 15 bis 20 mm. In der Regel ist das so der Schnitt, wo die meisten Roboter liegen. Es gibt aber, wie gesagt, Ausnahmen. Es gibt Roboter, die schlechter sind. Es gibt auch weniger Roboter, die ein bisschen besser sind. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich lege jetzt hier unterschiedlich starke Platten rein. Ihr seht es ja schon, das ist eine 6 mm Platte. Da hat er keine Probleme mit den Höhenunterschieden. Und ich wechsle gleich mal zu einer etwas höheren Platte. Ihr müsst jetzt euch auch ein bisschen anschauen oder anhören, wie es klingt, wenn er die Höhe überwindet. Denn das ist natürlich auch immer ein Merkmal, wie stark jetzt der Roboter von unten belastet wird. Wenn er natürlich richtige Schläge macht, ist das für den Roboter natürlich nicht unbedingt ideal, wenn er das täglich überwinden muss. Also 8 mm sieht noch gut aus, da hat er keine Probleme, es macht auch keine besonderen Geräusche. Also 8 mm ist kein Problem. Probieren wir es mal mit 10 mm.
Also man sieht, 10 mm schafft er auch noch problemlos, da gibt es auch nichts zum Mosern. Also das ist gut, aber 10 mm sollte auch jeder Saugroboter schaffen. Das ist eigentlich so eine Mindesthöhe, denn ansonsten hat er ja auch Probleme mit Teppichkanten. Die Teppichkanten sind zwar meistens ein bisschen rund oder ein bisschen flacher an den Ecken, an den Kanten, und da kann er dann auch meistens einen etwas höheren Teppich nehmen, weil halt die Kanten nicht 90 Grad gewinkelt sind. Aber dennoch sollte man eigentlich schon vom Roboter 10 bis 15 mm erwarten können. Mm schafft er auch noch recht problemlos, wobei man aber hört, dass es für ihn langsam schwieriger wird. Ne? Also da hat man doch schon, pocht schon ein bisschen. Ne? Mm hat er auch noch genommen, aber da merkt man, es wird schon sehr schwierig für den Roboter. Also er nimmt das zwar noch recht zuverlässig, auch mehrfach, aber ja, es ist nicht mehr so ganz gesund für den Roboter. Oder sagen wir mal so, es klingt nicht mehr ganz gesund für den Roboter. Ich würde ihm das nicht unbedingt sehr häufig machen lassen. Aber wenn man jetzt einmal am Tag, kann man ihm das sicherlich noch zumuten. Wenn ein Roboter natürlich ständig vor so Hindernisse kommt, wo er Schwierigkeiten hat, kann das bei manchen Robotern auch natürlich dem Getriebe schaden. Wir hatten schon mal einen Roboter, der von einer anderen Marke, den möchte ich jetzt hier nicht nennen, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, der weiß es dann, wen ich meine, der ist bei diesem Test hier kaputt gegangen. Nur das mal nebenbei. So, hier habe ich jetzt mal eine 18 mm Platte. Die muss ich mal hier ein bisschen runterdrücken, weil die ein bisschen gebogen ist. Ansonsten wäre da ein kleiner Spalt und da wäre das vielleicht statt 18, 19 mm oder so. Deswegen drücke ich die hier manchmal etwas nach unten. Thank you.
Also man sieht schon, wenn ich die Platte nicht nach unten drücke, dann hat er hier teilweise schon ein bisschen Probleme, zumindest manchmal. Also hier scheint irgendwo doch die Grenze zu kommen, die wird wohl bei 19 irgendwo liegen, bei 18,5, 19, da wird wohl die Grenze irgendwo sein. Denn wir haben auch den Bumper gemessen, der liegt auch bei etwa 19 mm, danach kann er einfach nichts mehr nehmen, weil er dann auch mit dem Bumper anstößt. Also der Bumper ist die Stoßstange, wer das nicht weiß. Wenn er dann mit der anstößt, kann er es natürlich nicht mehr nehmen, weil dann reagiert ja der Sensor und dann ist Schluss. Also irgendwo ist da die Grenze. Also ich würde maximal mit 18 mm rechnen. Wenn eure Türschwelle höher als 18 mm ist, dann ist der Roboter sicher nichts für euch. Außer die Türschwelle ist etwas schräg oder etwas abgerundet, dann ist das wieder eine andere Sache. Dann kann der Roboter durchaus noch 1-2 mm mehr nehmen. Das ist immer so. Also hier sieht man, dass der Bumper, also diese Stoßstange, ganz knapp über diese 18 mm Platte drüber kommt. Er berührt sie fast schon. Also da ist irgendwo die Grenze. Sobald er die berührt natürlich, wird ja die Stoßstange, löst den Sensor aus und dann fährt er nicht mehr drüber und dann ist Sense. Also eigentlich bräuchte ich jetzt keinen höheren Test machen, aber um euch das auch nochmal zu demonstrieren, nehme ich jetzt mal 8 und 12, also 20 mm, da fährt er jetzt garantiert nicht mehr drüber. So, also hier ist wie gesagt Schluss. Also wie gesagt, ihr müsst rechnen mit ungefähr 18 mm, mehr ist nicht drin, vielleicht noch ein halber Millimeter, aber mehr dann auch nicht. Das ist kein schlechtes Ergebnis, aber auch kein Spitzenwert. Das liegt so in der Mitte bei den meisten Saugrobotern. Das ist so ein typisches Ergebnis, würde ich sagen. Also das ist weder positiv noch negativ. Ne? Für normale Wohnungen reicht das völlig aus. Aber wenn ihr eben einen Altbau habt mit sehr vielen hohen Türschwellen, dann gibt es vielleicht eine bessere Auswahl. Ne? Also da schaut vielleicht mal auf unsere Empfehlungsseite auf der Webseite. Da empfehlen wir auch immer einen Roboter, der sehr hohe Türschwellen nehmen kann. So, jetzt mache ich aber Schluss. Ich bin nämlich schon wieder über die Stunde hinausgekommen. Eigentlich wollte ich euch ja noch das mit der Absaugstation zeigen. Ich muss euch das ist nämlich sehr interessant. Das finde ich eines der interessantesten Sachen an dem Saugroboter. Und dann wollte ich euch natürlich auch noch den Wischaufsatz mit dem Motor zeigen. Das ist auch noch ganz interessant. Da habe ich auch spezielle Tests gemacht. Aber das kann ich euch hier wirklich nicht mehr einbinden. Das wird zu lang. Da muss ich noch einen dritten Teil machen. Hilft nichts. Und da bringe ich euch eben die restlichen Sachen noch mit rein. Ich weiß nicht, ob bei YouTube stelle ich den wahrscheinlich nicht ein. Ihr findet den aber auch auf meiner Webseite und könnt ihn da einfach anklicken. Natürlich auch kostenlos anschauen. Ihr müsst euch da nicht registrieren oder sowas. Einfach auf der Webseite schauen. Und da schaut euch den auf jeden Fall an, denn die Absaugstation, die macht richtig Spaß und die kann richtig Arbeit abnehmen. Wie gesagt, ich finde die Absaugstation eigentlich das Highlight von dem Osmo und das solltet ihr nicht verpassen. Mein komplettes Fazit und die Bewertung findet ihr ja auf der Webseite. Aber wenn ich jetzt schon mal ein paar Worte dazu sagen soll, kann ich sagen, dass ich den Roboter schon interessant finde. Insbesondere einige Features wie beispielsweise die Absaugstation. Die Objekterkennung finde ich nicht unbedingt notwendig. Bei der Reinigungsleistung, ja, da war das Ergebnis ausreichend oder ja, ausreichend heißt, es war schon gut, aber es war kein Spitzenwert. Ne? Da gibt es Saugroboter, die da durchaus besser sind. Aber man muss ja das Gesamtpaket bewerten. Und hier war die App beispielsweise, trotz einiger kleiner Bugs, relativ einfach zu bedienen. Und als Gesamtpaket war der Osmo durchaus interessant. Allerdings ist er eben auch sehr teuer und deswegen muss man natürlich abwägen. Man bekommt natürlich, wenn es nur um die Reinigungsleistung geht, günstigere Geräte, die besser sind. Aber da gebe ich euch auf meiner Webseite auch noch einige Tipps. So, das war's. Also, falls euch das Video was gebracht hat, was ich doch hoffe, dann ja, macht ein Like, teilt das Video oder abonniert den Kanal, freut mich immer.
hilft mir auch, unterstützt den Kanal. Und ja, ich hoffe, wir lesen uns vielleicht im nächsten Video, im nächsten Kommentar. Bis demnächst. Ciao.